Gehen wir noch einmal die Informationen durch, die du von Perla und Topin erhalten hast. Das in Rage geratene Axanto hat sich früher mit seinen zwei Lieblingsspeisen beruhigen lassen. Könnte es sein, dass durch die Kombination beider Speisen ein bestimmter Duft oder gewisse Bestandteile entstehen, die eine besänftigende Wirkung auf Axanto haben? Aber wenn sich ihm in seinem jetzigen Zustand nicht mal sein Wächter nähern kann. Bitte gib mir etwas Zeit zum Nachdenken. In meinen Unterlagen muss es doch irgendwo einen Anhaltspunkt geben. Da ist er doch. Siehst du? Siehst du? Ich wusste es. Da ist Brownie. Ich hab's gewusst. Ich wusste es. Toffi, dass der Professor ab und zu englische Wörter sagt, ist Absicht. Ja, das dachte ich mir schon. Aber ich weiß noch nicht, weswegen. Also nicht spoilern, falls ihr es wisst. Oh, that's it. Das ist es. Ich komme mir manchmal vor wie ein bisschen wie bei Dora. Weil die ja auch immer so... We did it. Oder so, ne? Wir haben es getan. Oder irgendwie sowas. Wir werfen sie einfach. Oder genauer gesagt, dein Wurftalent hast du ja schon bewiesen. Warum also solltest du Axantor seine Lieblingsspeise nicht einfach zuwerfen? Boah, so ein aggressives Axantor wird mit Essen beschmissen. Wenn das nicht beruhigt, dann weiß ich auch nicht. Also, finde ich fast ein bisschen übertrieben. Aber gut, machen wir's. Dora ist Spanisch, aber sie spricht immer Englisch. Klingt schlüssig. Schlüssig und wie genau? Der Stalker ist immer hier. ich sag mal, klingt schlüssig. Ich trau ihm jetzt einfach mal. Er hat eine tolle Mütze auf. Ich werde die Technologie zur Herstellung von Pokébällen nutzen, um die beiden Zutaten zu einer runden Kugel zu formen. Diese Kugel sollte dann ihre besänftigende Wirkung entfalten können. Ich taufe sie auf den Namen Entspannungskugel. Wäre Larvenkugel nicht ein besserer Name? Na, das kauft doch keiner, wenn das Larvenkugel heißt. Entschuldigung, das war jetzt ein geiles Geräusch. Aber das hört sich doch so an, als würde jemand mich werfen. Die beiden Lieblingsspeisen von Axanto besorgt jedenfalls der PH-Clan für uns, richtig? Du solltest jetzt zum Baumriesenkram... Oh Gott, diese Wörter. Baumriesenkampffeld zurückkehren und den PH-Clan von unserem Vorhaben in Kenntnis setzen, Toffi. Wenn du zum Baumriesenkampffeld möchtest, würde es sich empfehlen, erst zur Anhöhenbasis aufzubrechen. Jo, das mache ich. Gibt's hier sonst noch irgendwelche Quests? Nichts mehr, oder? Da war ja auch nichts mehr bei ihm, ne? Hinter ihm? Nee, keine Nebenmission. Ich würde aber auch tatsächlich auch wirklich gerne die Hauptmission ein bisschen weitermachen. Einfach nur, um rauszufinden, wie es weitergeht mit der Hauptmission. Wir haben jetzt viele Nebenmissionen gemacht. Nie hat meine Ehefrau Zeit für mich, ich lass mich doch scheiden. Ja, Brownie. So ist das halt eben, ne? Musst du mir die Scheidungspapiere zukommen lassen. Dann reden wir weiter. Unsere Freundin ist wieder da. Ich muss zugeben, der Galaktik-Hauptsitz ist wirklich ein beeindruckendes Bauwerk. Hey, ich habe gute Neuigkeiten für dich. Du hast eine neue Leggings gefunden? Aber bevor ich mich in langen Erklärungen verliere, demonstriere ich es dir lieber. Lass uns zu unserer Anhöhenbasis gehen oder wie auch immer ihr den Ort genannt habt. Gut, müssen wir doch wahrscheinlich erstmal kämpfen, oder? Tipp, du kannst das Axantor im IFGT K.O. und dann steht's kurz still, dann musst du nur werfen spammen. Nee, aber ich will es erstmal so versuchen. Ich will es auf legale Weise versuchen. Genau, eben. Ich will es erstmal selber. Es ist überhaupt kein Thema. Es ist ein netter Tipp gewesen und sowas, aber ich will es erstmal vernünftig, also normal versuchen. Und dann können wir es vielleicht irgendwie dann das nächste Mal oder sowas, falls es mal nochmals besiegen kann, kann ich dann auch nochmal so versuchen. Ich habe damit hier erklärt, dass du das gesamte Grasland auf der Suche nach einer Möglichkeit durchkämmst, das in Rage geratene Axantor zu besänftigen, Toffi. Und das als jemand, der weder dem Perlclan noch dem Diamantclan angehört, sondern sich bloß durch den Riss im Raum Zeitgefüge zu uns verirrt hat. Und wie du siehst, scheinen deine Bemühungen, es nicht kalt zu lassen. Das solltest du zu schätzen wissen. Damütier hat dich für würdig befunden. Ich sollte dir wohl die Flöte übergeben. Jona, wärst du so gut? Ich kann nicht flöten. Spitz die Ohren, was jetzt kommt, ist sehr wichtig.
Das Instrument, auf dem Jona gerade gespielt hat, ist eine Elysienflöte. Damit kannst du Damytir herbeirufen, um auf ihm zu reiten. Den Überlieferungen nach waren diese Flöten ein Geschenk des ehrwürdigen Sinnoh. Und nun gehört diese hier dir. Mit dieser Flöte kannst du besondere Pokémon herbeirufen, die dir als Reit-Pokémon dienen. Sie erzeugen einen wundersamen Klang. Ist nicht der Rede wert. Ich kann mit einer Flöte sowieso nichts anfangen. Ja, ich auch nicht. Kann nicht flöten. Und wer jetzt sagt, oh, einfach reinpusten. Nein, so funktioniert das bei Flöten nicht. Da muss man schon ein bisschen mehr machen, als einfach nur blasen. Aha, Toffi hat blasen gesagt. Haben wir alle gelacht, wa? Versuch doch mal die Melodie... Achso, das sagt wieder Jona. Versuch doch mal die Melodie von eben nachzuspielen. Damit hier hat sich deine Melodie eingeprägt. Das ist ja gut. Kennst du diese Melodie, Toffi? Irgendwie kommt sie mir bekannt vor, aber tatsächlich habe ich jetzt keine Assoziation damit. Also ich wüsste jetzt nicht, ob hundertprozentig, wo ich sie her habe. Aber irgendwie kommt sie mir tatsächlich bekannt vor. Die Hirntafel von Damytir. Diese Steintafel wohnt die Energie des Typs Psycho inne. Wird sie auf ein bestimmtes Pokémon angewendet, erlangt es die Kraft des Typs Psycho. Ich habe gedacht, dass Damytir hat mich gerade angeguckt und hat mir gesagt, du brauchst ein bisschen Hirn. Hier, hast eine Tafel. Würde ich eigentlich echt vermuten. Dank der Elysienflöte wird dir Damytir geschwind durchs Land tragen. Dich. Also worauf wartest du? Du willst doch schließlich Axandor beim Baumriesenkampffeld besänftigen, oder? Auf Damytirs Rücken kannst du das Gras dann nur durchqueren. Du kannst Damytir nun zu dir rufen, um auf ihm zu reiten. Indem du den Plus-Knopf drückst, kannst du ein Reit-Pokémon zu dir rufen und dir seine Fähigkeiten zunutze machen. Beachte, dass du auch während eines Ritts von wilden Pokémon angegriffen oder von hohen Orten herunterfallen kannst. Herunterfallen? Dann bricht sich doch erstmal Damytir das Bein, oder? Nice. Ja, das ist irgendwie cool. Irgendwie eine coole Sache. Nabend Eiler. Hast du mitbekommen, dass Brownie seine erste Platin bekommen hat? Bei Horizon Zero Dawn. Der war doch ewig noch lang hin, oder? Das hatte doch noch ewig irgendwie... Also ich kann aber nicht das hier machen, wenn ich auf dem Reittier bin. Das ist gut zu wissen. Aber so looten mit A kann man tatsächlich trotzdem noch. Das ist gut. Ich muss wieder viel looten, weil ich muss ja jetzt auch bald Pokebälle herstellen. Superbälle meine ich, nicht Pokebälle. Ich muss also wirklich dringend noch looten, bevor wir jetzt hier uns dem Bossgegner widmen. Dem ersten Bossgegner. Ich kann nicht zielen. Denk mal an den Startbildschirm von Diamant und Pearl Remakes. Stimmt! Ganz am Anfang. Ah, stimmt! Das, jetzt, wo du es sagst. Aber ich wusste, dass ich es irgendwoher kenne. Aber dass es daher kommt. Aber was... Ist das endlich der Pilz? Meine Tasche ist voll! Willst du mich verarschen? Kann ich was wegschmeißen? Wegwerfen. Oh, ich habe endlich den Pilz gefunden. Oh. Alter, endlich. Burmi. Guten Tag. Bringen wir erstmal oben das Burmi. Mit Windschnitt. Windschnitt. Oh, geil, ne? Heute früh um 4 oder sowas. Alter, suchtet der da Horizon Zero Dawn. Aber hat wahrscheinlich wirklich nur das Nötigste gemacht, um die Platin-Trophäe zu bekommen, ne? Das ist aber nicht 100% Spiel gewesen. Er wollte nur die Platin-Trophäe und hat dafür das Nötigste erledigt. Das ist Brownie. Das ist unser Brownie. Kommt da auch was anderes aus Brownie raus? Nee, ne? Also aktuell zumindest mal nicht. Er hat sich's komplizierter gemacht, als es hätte sein müssen. Was? Echt jetzt? Aber wer bin ich schon? Mir glaubt der Herr ja eh nichts. Ja, der hört ja eh nie zu.
Naja, wir sind ja auch in Sinnoh. Und ich glaube, die Melodie hat etwas mit den Legis zu tun. Wahrscheinlich, ne? Oh. Oh Gott, ich muss gegen euch auch noch kämpfen. Hilfe. Oh, oh. Das könnte böse enden. Aua. Aua. Ich glaube, ich sollte lieber gehen. Ich glaube, ich sollte lieber gehen, ne? Nee, ich glaube, ich gehe. Tschüss. Ich bin dann mal weg.de. Da oben ist noch was. Komme ich da so hoch? Komm, damit hier, du Tier. Warte, so. Ich werde, wenn ich das Spiel habe, entweder Feuriegel oder Schalero nehmen. Sorry, Bautz, aber Feuergeist oder Wasser dunkel ist, finde ich besser als Graskampf. Nee, aber ich fand Bautz eigentlich schon immer ganz cool, eigentlich. Du kannst immer noch nur Teleport. Dann wechsle ich auf. Ich hab nichts, ne? Doch, hier. Bautz, ja. Paras vielleicht. Ja, ich muss mal probieren. Ich fand die Endentwicklung von Bautz immer schon richtig geil. Also das hat mir damals schon gefallen. Dabei muss ich ganz ehrlich sagen, die Pflanzenstarter waren bei mir persönlich immer die negativsten. Von all den Jahren fand ich die Pflanzenstarter eigentlich immer die schlechtesten vom Design her. Aber gerade bei Bautz, da habe ich damals tatsächlich, das war doch Pokémon Sonne, ne? Pokémon Sonne Mond war doch die Generation, oder? Und da fand ich das echt cool. Da hat mir das echt gefallen. Super zauglich aus. Für Platin musst du alle Sammelgegenstände sammeln. Fast alle Nebenquests, also das Nötigste würde ich jetzt nicht sagen. Aber wieso hat Brownie das denn gemacht? Das macht er doch nie. Nur um sie die Platin-Trophäe dazu bekommen? Er ist doch nie so drauf. Der macht immer nur das Allernötigste normalerweise. So. Ich mache auch fast nie die 100%, aber ich mache auch nicht das Nötigste. Ich mache halt das, was mir Spaß macht. Aber auf jeden Fall nicht immer nur genau die Story. Brownie war immer so einer, der hat immer nur die Story gemacht. Flupp. Ich gehe weg hier. Tschüss. Hui. Hätte böse enden können. So. Kannst du mal Terraria für die Switch spielen? Mega Spiel. Julian ist cool. Hallo auf jeden Fall an dich. Ja, jein. Ich habe Terraria tatsächlich auf der Switch. Auf der Schwitz habe ich es. Aber ob ich es jetzt spielen würde im Stream, ich bin zu schlecht nämlich für Terraria, tatsächlich. Ich bin tatsächlich zu schlecht für Terraria. Ich habe es mal versucht und bin kläglich gescheitert. Privat. Bin so wahnsinnig schnell gestorben in dem Spiel. Und deswegen weiß ich nicht, ob ich es nochmal probieren würde. Und dann auch noch im Stream oder als Video, wo wir alle zugucken könnten, wie ich faile. Das ist dann doch ein bisschen zu peinlich, oder? Ach, das hab ich schon gesehen, oder? Uah. Besiege ich jetzt halt. Was ist mit Challenge Time für 3000 Punkte gemeint? Sorry, dass ich nochmal frage, aber du hattest vorhin nicht. Oh, Entschuldigung, habe ich überlesen. Challenge Time für 3000 Punkte ist, ihr könnt euch eine Challenge überlegen im Spiel, also auf das jeweilige Spiel gemünzt. Beispielsweise jetzt eben hier in diesem Fall Pokémon Legenden Arceus, Koi-Karpfen. Könnt ihr euch eine Challenge überlegen, die ich einhalten muss. Aber halt nur eine kleine Challenge. Beispielsweise, du darfst jetzt in dem nächsten Kampf, in dem nächsten großen Kampf, darfst du dieses Pokémon nicht verwenden. Oder du musst das nächste Pokémon, was du fängst, musst du als Überraschungsangriff von hinten fangen. Das sind jetzt nur Sachen, die mir ganz spontan einfallen. Also so Challenge-Time halt einfach, dass euch was einfällt. Falls euch was einfällt, falls ihr eine tolle Idee habt, könnt ihr diese Punkte nutzen, um mir diese Challenge zu geben. Damit es ein bisschen, ja, ein bisschen was Herausforderndes hat, ne? Das ist damit gemeint.
Die Pflanzenstarter-Fans nerven auch mit deren Biesesamen ist bester Starter. Ja gut, soll jeder für sich selbst entscheiden, ne? Also ich finde zum Beispiel, Ding geiler Starter ist hier, Shiggy. In der ersten Generation war Shiggy mein Favorite. Aber auch nur, weil man mit Shiggy halt einfach am meisten anfangen konnte in der ersten Arena. Deswegen habe ich Shiggy immer genommen in der ersten Generation. Ich wollte immer Glumanda nehmen, aber Glumanda war halt am schwächsten. Von den Pokémon. Von den ersten. So. Und dann looten wir nochmal den Baum, wenn wir schon dabei sind, ne? So langsam habe ich den Dreh raus zwischen dem Wechsel zwischen Pokémon und Ball. Habe ich langsam wirklich raus. Es war anfangs ein bisschen schwierig für mich, aber jetzt mittlerweile geht's eigentlich. Ich kann dir in Terraria ein bisschen Loot geben, wenn du willst. Hab in meiner Welt, also bei einem meiner Chars, gute Sachen. Das Problem ist, ich bin halt echt nicht warm geworden mit dem Spiel. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass das Spiel und ich irgendwie ein bisschen wahrscheinlich doch mehr Zeit benötigen, als ich mir gerne geben möchte. Wahrscheinlich kann ich dieses Spiel durchaus irgendwann mal spielen. So, jetzt müssen wir das Endon. Wahrscheinlich irgendwann, aber ich müsste mir halt wirklich Zeit nehmen, um das Spiel zu lernen und die Basics halt zu lernen. Bevor ich es im Stream spielen würde, würde ich wahrscheinlich echt die Basics vorher lernen, damit ich nicht ganz blöd dastehe, versteht ihr? Bums. Oh, ich habe schon wieder eine Entwicklung möglich. Oh, das ist schön. Dann kann ich da gleich mal nachgucken. Danke für den Hinweis. Pitiza! Entwickeln. Ja, machen wir doch mal. Shiggy ist der coolste. Shiggy ist echt geil. Shiggy ist echt cool. Fühlst du dich immer noch erkältet? Nee, mittlerweile komplett weg. Jetzt ist mittlerweile die Erkältung wirklich komplett weg. Jetzt fühle ich mich richtig gesund. Jetzt ging ich auch wieder ins Fitness. In letzter Zeit wieder. Neue Attacke. Oh ja, die Attacken, die muss ich auch mal ein bisschen mehr im Hinterkopf behalten. So, ich gönne mir jetzt mal einfach einen Beleber. Muss jetzt sein. Und noch ein paar Tränke. So. Gerade Tränke zum Beispiel habe ich mega viele. Die kann ich ruhig ein bisschen verschleudern. Buhu. So. Gut. Dann würde ich sagen, kümmern wir uns wieder um das da oben und hoffen, dass unser Kampf erfolgreich sein wird. Marcel, guten Abend. Den Bidizer Kurzfilm. Oh, kenne ich noch gar nicht. Stardew Valley aus. Kommt noch, Leute. Aber wir spielen erst Grow zu Ende. Vorher möchte ich nicht mit Stardew Valley anfangen, bevor ich nicht Grow gespielt habe. Ihr von der Galaktik-Expedition habt also einen Weg gefunden, Axandor zu besänftigen? Naja, man sagt mir, man müsste es mit Essen beschmeißen. Ich finde es jetzt immer ein bisschen fragwürdig, aber gut. Der Professor wird schon wissen, was er tut. Wie bitte? Du willst deine Lieblingsspeisen so verarbeiten, dass man sie leicht werfen kann? Dieser Einfall ist unkonventionell, um nicht zu sagen komplett komisch. Aber irgendwie auch genial. Eure sogenannte Wissenschaft scheint ja keine Grenzen zu kennen. Ich liebe diese Momente, in denen man einfach mal kurz innehalten kann, um zu gucken, wie peinlich das einfach ist, wenn man sekundenlang mit offenem Mund und riesen Augen dasteht. Das oftmals Zwinkern nicht vergessen. Das ist einfach zu geil. Wenn wir Axandor auf diese Weise mit seinen Lieblingsspeisen füttern können, helfe ich dir natürlich. Lass uns dieses Ding gleich herstellen. Nicht so schnell, Topin. Ich habe, wie versprochen, eine von Axandors Lieblingsspeisen mitgebracht. Kullerbohnen. Ich bin allergisch gegen Bohnen. Ich werf die nicht. Ohne die kommt ihr nicht weit. Mit denen komme ich nicht weit, weil ich dann Atemnot kriege. Oh, natürlich. Tut mir leid, Perla. Ich hätte dich voll vergessen. Ich muss zugeben, dass der Perlclan nicht fähig zu sein scheint, dieses Problem alleine zu lösen. Daher bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als diese Aufgabe der Galaktik-Expedition zu überlassen. Aber ich zweifle immer noch sehr daran, ob das wirklich eine gute Idee ist. Schließlich unterscheiden sich unsere Gebräuche und Werte voneinander.
Deshalb muss ich dich zuerst einer Prüfung unterziehen. Du scheinst mit Pokémon zu kämpfen, die du mit diesen Pokébällen gefangen hast, richtig? Das Pokémon an meiner Seite hingegen steht mir so nah wie eine Schwester. Erst wenn du gegen mich und Glaziola... Oh! ...im Kampf gewinnst, kann ich dich ruhigen Gewissens gegen Axanto antreten lassen. Bist du dafür bereit? Ja, haut sie einfach mal ein Glaziola raus, ne? Wie wär's mit einem legendären Pokémon, um nochmal eine Schippe draufzulegen? Alter! Glaziolas Stärke wird dir das Blut in den Adern gefrieren lassen. Just Dance, ich hab's für nächste Woche tatsächlich mal wieder eingeplant. Aber muss halt morgen mal gucken, ob es morgen gleich direkt schaffen kann. Ich glaube, die Augen trocknen aus. Mein Lieblingsstarter ist Froxy, einfach nur aus dem Grund, dass Quajutsu richtig cool aussieht. Das stimmt. Quajutsu ist eigentlich auch ein geiles, cooles Pokémon, ne? So, Glaziola zappelt ein bisschen rum. Joa, hätte ich eine Kampfattacke? Ich weiß nicht, ist Walzer effektiv? Ist Gestein effektiv gegen Eis? Ich bin mir ja gar nicht mal so sicher. Ich probier's einfach mal. Hat die... Oh, ich hab verfehlt. Schönen Dank auch. Und es darf nochmal. Natürlich! Hör auf zu verfehlen jetzt. Ja, wenigstens ist es sehr effektiv. Ah, oh, Mann! Ich hätte so viel abziehen können, wenn es erst nicht verfehlt hätte, Mann. Verdammt. Ja, jetzt habe ich nichts mehr, ne? Ja, nur normal effektiv. Ja, dann baut's. Ah, nee, baut's überhaupt keinen Sinn. Nicht sinnvoll, weil Pflanze ist natürlich scheiße. Abra kann nix. Wieso habe ich nur diese Lappen-Pokémon mitgenommen? Ich wollte sie halt trainieren, deswegen habe ich sie mitgenommen. Ich habe nur Lappen-Pokémon. Scheiße. Es ist echt kacke. Darm hier, Plex. Ich könnte versuchen, es einschlafen zu lassen, wenn es geht. Ja, es schläft. Ja, super. Okay, ja, alles super. Hä? Ich dachte, du schläfst. Wie kannst du Stern schauern, wenn du schläfst? Machst du das im Traum? Du schläfst doch! Was ist los mit dir? Oder bist du nur müde? Ich hab's trotzdem besiegt. Gut, Schwein gehabt. Hui. Hab schon ein bisschen Angst gekriegt. Ich verstehe. Diese Pokébälle sind letzten Endes nur ein Werkzeug. Selbst zu gefangene Pokémon kann man anscheinend eine tiefe partnerschaftliche Verbindung aufbauen. Das beruhigt mich etwas. Ich werde dir diese Aufgabe anvertrauen. Lass mich deine Pokémon heilen. Oh, dankeschön. Mach mal die Technik LR bei einer gemeisterten Attacke. Müsste ich echt mal machen, ne? Ich wusste gerade vorhin tatsächlich nicht mehr, welchen Knopf es war. Gut, dass du mir das nämlich gesagt hast. Ich wusste nämlich nicht, dass es L und R ist. Würdest du mir jetzt erklären, wie der Plan der Galaktik-Expedition aussieht? Was soll mit Axandros Lieblingsspeisen geschehen? Joa, ich schmeiß es auf ihn drauf. Ja, Lebensmittel wegwerfen, das lernt man in diesem Spiel. Weil du dich Axanto nicht nähern kannst, wirst du sie dir zu Kugeln formen und ihm diese zuwerfen, um es zu besänftigen? Verstehe. Das könnte funktionieren. Joa, könnte auch ein totaler Trottel-Move sein. Entspannungskugel? Nein, nein, diese Erfindung sollte den Namen Ruhegabe erhalten. Schließlich ist es immer noch eine Opfergabe. Wenn ich Axanto damit helfen kann, werde ich all mein Herzblut in die Herstellung dieser Ruhegabe stecken. Ich hätte auch noch eine andere Opfergabe. Wir könnten ja auch sie davor schmeißen. Aber kann sich nun entwickeln. Ja, dann kann ich das gleich noch machen. Tada! Die Waldruhegaben sind fertiggestellt. Damit sollte sich Axanto besänftigen lassen, hoffe ich. Wenn du bereit bist, kann ich den König des Waldes, das mächtige Axanto, herbeirufen. Ich bin nicht bereit. Warum wohl, hä? Ernsthaft? Erst bereiten wir alles zur Perfektion vor und jetzt lässt du mich warten? Ja, aber mir wurde gesagt, ich kann mich weiterentwickeln. Hier, Abra, guck mal. Hier.
Habt ihr eine Idee für meinen Animal Crossing Insel? Hab noch eine leere Ecke. Hab bereits eine Farm, einen Ruinenwald, Einkaufsecke, Blumenladen, Bäckercafé und Bauernhofladen. Was bleibt denn da noch übrig? Ein Swingerclub. Okay, das war jetzt meine Idee. Ich habe Patent auf meine Idee eingereicht hier, ne? Offiziell mündlich. Jana macht jetzt einen Swingerclub auf ihren, in ihren Dingen, ne? Lipsing-Party, die sich entwickelt haben. Okay, alles gut. Ich überlege gerade, mit wem... Ich glaube, ich greife ja erstmal ohne Pokémon an, ne? Wenn ich gegen Axon da muss ich ja erstmal die Sachen da hinschmeißen, deswegen. Ist Taiwan ein Land? Ich glaube nicht, oder? Taiwan? Ist das ein Land? Ich weiß es nicht. Nun kannst du die Ruhegaben wirksam einsetzen. Ja, ich will ja auch. Ja, ich bin bereit. Sehr gut. Oh, ich hab ein bisschen Angst. Axanthor, König des Waldes, die Zeit unseres Festes ist zwar noch nicht gekommen, doch wir wollen euch eine Gabe, eure liebsten Speisen darbringen. O erhabener König, dessen Macht sich vom Himmel bis zur Erde erstreckt, wir bringen euch Dank entgegen und ersuchen euch darum, vor uns zu erscheinen. Toffi, denkt dran, Axanthor anzuvisieren. Aufs Ausweichen kommt es an. Lass dich nicht von seinen Attacken erwischen, während du die Ruhegabe wirfst.